weiter. Ja, in der Folge 80 hat der Stammler sowas vor sich hingestammelt. Und gucken wir doch gleich mal ins Logbuch. Und der Stammler, richtig. Es geht darum, dass Berthold, so heißt der Stammler wirklich. Berthold, genau richtig. Drei Golemherzen aus Stein, aus Silber, Salz in der Mitte eines Steinkreises ablegen und irgendeinen Spruch labern, Abraxas cum ratur, herbeirufen. Ja, das geht, aber dann brauche ich natürlich auch noch eine benötigte, gesegnete Paladinklinge. Ja. Wenn wir dann zum Schiff rüber beamen oder mal auch ins Dorf, um mal Pfeile zu schnitzen, werde ich aber vorher erstmal hier die Särge öffnen, die wohl nicht zu öffnen sind. Oder? Was? Was? Woher kommst du denn? Oh Gott. Nein, sollte nicht synchron laufen. Ja, schaffe ich wieder nicht, so einen Mist. Wusste ich das oder wusste ich das nicht? Ich wusste es nicht. Das heißt, ja, ich habe ja auch keine Pfeile mehr. Ach, da hinten. Da hinten ist er. Aha. Mhm. Nee, kann man ihn rauslocken? Nicht. Oh Gott, das Grab klippt hier. Nee, das ist nicht so schön. Das heißt, er geht dann auch durch. Ja, dann kann ich ja nur eins machen. Abhauen. Habe ich auch nichts zu holen. Habe ich auch nichts zu holen. Hallo? Wie komme ich denn hier wieder raus? Eine Truhe. Die will ich aber nicht ungeöffnet lassen. Hallo? Jetzt nervt mich dieses Skelett hier. Was ist denn das für ein Mist? So. Ah. Wo komme ich denn hier hoch? Tolle Nummer. Hallo, spring doch mal in die Höhe. Nö, ich komme hier nicht weg. Okay, versuche ich mal Abstand zu holen. Und dann werde ich mich hier rausbeamen. So, am besten irgendwie gleich hinter so. So. Patsch. Oh, das war wieder knapp. Teleportstadt. Mhm. Supi. So. Meine Lieblingsübernachtungsstätte ist ja immer bei Bertha. Okay, sie steht schon auf. Verdammt, was ist los? Ja, lass mich neben dich schlafen. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Muss Holz hacken. Fällt mir gerade so nebenbei an ein. Das geht ja hier in der Stadt nicht. Das heißt, ich muss runter zu diesem Lumberjack, der ja irgendwo hier ist. Mann, oh Mann, oh Mann. War das aufregend und so dunkel vor allem. Wo bist du denn? Irgendwo. Ja, da hinten ist das Häuschen. Oh, der Stammler heißt Berthold. Mann, oh Mann, oh Mann. Grüß dich, Gunther. Das werden wir mal wieder mal verschnellern. Doch schon zu Ende. Mhm. Habe ich denn noch einen Baumstamm? Hey. Wäre ein Kinderspiel, ihm seinen Geldbeutel zu stehlen? Wirklich? Okay. Finde ich ja gut. Hä? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Mach ich ihn jetzt? Ich werde jetzt erstmal eine Runde schlafen. Und zwar mal bis Sonnenaufgang. Dann werde ich an der Pfanne braten. Alles Fleisch braten. Dann habe ich auch wieder ein bisschen was zu mampfen. Und der Gunther macht jetzt gerade selber Brotzeit. Und
ihr gucken war. Ich weiß nicht. Ja, ich habe Holzstämme. Sehr schön. Okay. Ah, noch ein. Und das war's. Und dann geht's hier wieder rüber. Aber das Prozedere kennt ihr ja. So. Dann geht's wieder zu Tamora. Statt zu unserem lustigen Schmiedchen, der bestimmt noch in seinem Bettchen liegt. Die Tür ist auf. Jawohl. Und das Prozedere kennt ihr, das werde ich natürlich auch hier nicht mehr ganz zeigen. So, da keine 100 erschienen, werde ich wahrscheinlich auch nur 70 haben. Woran liegt's denn? Ja, ich werde keine Pfeilschäfte mehr haben, so wie es aussieht, und auch keine Federn. Aber Pfeilspitzen habe ich. Was ist denn das? 174 Pfeilschäfte. 20 Pfeilspitzen. Aber keine Federn. Das ist es wie immer. Ich wusste es. Ja, ja, was gilt es als nächstes zu tun? Ach ja, speichern. Also zurück zu dem alten Fischerdorf. Boah, wo ganz viele Warane auf mich warten. Und, könnte dann eventuell die Warane abschießen. Aber ich brauche genug Pfeile. Ich soll jetzt jemanden berichten, und zwar einem wichtigen Menschen hier auf dem Schiff. Bist du das? Nee, Baldwin bestimmt nicht. Es wäre schwierig. Okay. Wie spät haben wir es denn? Wir haben es 6.50 Uhr. Also werden wir mal eine Runde schlafen tun. Das heilt uns dann auch wieder so ein bisschen. Dann versauen wir das Deck hier nicht. Ah, Hawk. Bei Hawk muss ich auch noch ein bisschen was machen. Wurde mir gesagt. Der schwebt beim Schlafen. Ach ja. Ja, ich weiß das. Bloß ich brauche unheimlich viel Stärke. So, ich habe 12 Lernpunkte. Ja, 5 Stärke kosten ja immer 10 Lernpunkte. Ich habe Stärke 61, 60 Geschick. Aber trotzdem erstmal hoch und Bericht erstatten bei den beiden Herren, bei Gernot oder bei Ganelone. Gernot. Hallo Gernot. Ich muss nochmal zurück. Ich brauche eine gesegnete Paladin-Klinge. Es wäre schwierig. Okay, dann brauchen wir diese Klinge mal. Ich brauche eine gesegnete Paladin-Klinge. So? Wozu denn? Bruno hat mir die Aufgabe gegeben, einen jahrhundertealten Spuk zu beenden. Und dies ist mir nur mit einer gesegneten Klinge möglich. Verstehe. Leider aber hat keiner von uns eine solche Klinge. Nur Lord Baldwin hatte mal eine. Aber? Nun, Lord Baldwin hatte diese Klinge seinem Sohn Guntram gegeben, als dieser in die große Schlacht um Faring zog. Doch leider hatte diese ihm kein Glück gebracht. Guntram fiel und die gesegnete Erzklinge bedeckt wohl noch heute das alte Schlachtfeld, wenn sie nicht in die Hände der Orks fiel. Verstehe. Tja, dann werde ich wohl Bruno mitteilen müssen, dass ich nichts machen kann. Warte, ich gebe dir eine gewöhnliche Erzklinge. Dann könntest du diese vielleicht an einem Innersschrein segnen lassen. Aha. Aber so etwas geht doch nicht an jedem Schrein. So ein Schrein muss doch von Innos besonders gesegnet sein. Ja, das stimmt. Aber soviel ich gehört habe, müsste es auf Tamora so einen Schrein geben. Und wo ist dieser Schrein? Das weiß ich nicht. Aber gibt es dann auf Tamora keinen Feuermagier, den du fragen könntest? Nein, nur Telem, den Wassermagier.
Und der wird das bestimmt nicht wissen. Warum nicht? Ich würde ihn einfach mal fragen. Vielleicht hast du ja Glück und erkennt den Ort, wo sich dieser Schrein befindet. Okay. Paladin-Degen. 60 Geschicklichkeit erforderlich. Das geht doch. Ha! Ein Paladin-Schwert. 100 Stärke erforderlich. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab doch keine 100 Stärke. Na, okay. Das habe ich jetzt nicht kapiert, aber egal. Also diese andere Klinge, die ist auf Faring, auf der Insel, da kommen wir ja nicht hin. Der Stammler. Ich habe einen Degen gewählt, um Abraxas zu besiegen. Mal gucken, wie toll dieser Degen ist. Oder ob der überhaupt da ist. Paladin-Degen geschärft. Schaden 120. Und unser Alter 100. Ah, das ist doch schön. Also. Angelegt. Perfekt. Ja. Warum frage ich ihn jetzt Halvar? Weil irgendwer... Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Armbrust machen kann. Oder Stärke und Geschicklichkeit. Muss ich mir noch überlegen. Der Trank der Giftresistenz. Müsste ich im Schnitt nochmal gucken, was da jetzt genau los ist. Ja, also, ich habe nochmal umgeschwenkt. Ich muss nochmal zurück nach Tamora. Das ist jetzt natürlich sehr, 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 sehr schwierig wegen der Warane. Ich muss nochmal zurück nach Tamora. In Ordnung. So, also, der Tipp war folgender. Ich sollte die Warane ins Wasser locken. Das werde ich mal hier mal machen. Und sobald ich dann wieder warten kann, Pfeil und Bogen schießen. Und die sind da unheimlich langsam. Und schauen wir mal. Ach ja, da ist ja einer. Einer ist ja schon mal hinter mir her. Tja, der Tipp ist wohl nicht so toll. Weil der Varan schneller schwimmt. Also ist der Tipp schon mal hinfällig. Aber trotzdem, ein Versuch war es wert. So, raus, raus. Yep. Wo sind die anderen? Da hinten rum, ja. Schauen wir mal, vielleicht kann ich ja nochmal hier hoch. Genau. Mit einer schweren Wunde. Und jedes Mal, wenn ich die 2 drücke, habe ich keine Pfeile drin. Also, so wie es aussieht, bleibt der Varan ruhig. Der sucht sich natürlich auch einen Weg, um auf diesen Stein zu kommen. Ja, endlich ist mal wieder ein bisschen was los am Strand. Und Schuss und Erfahrung. So sieht das aus. So kann ich... Das wäre natürlich ein Wunder, könnte ich diesen Pfeil aufheben. Aber das ist ja hier in dieser Modifikation ja nicht vorgesehen. So, dann schauen wir mal, ob wir die 3 anderen oder die 2 oder wie viel das waren auch nochmal wegkriegen. Da hinten sind sie ja. Also das war dieser Stein. Das sind noch 3. Hier bin ich. Jawohl, jetzt habe ich alle Varane hier an der gleichen, in dem gleichen Felsen hier alle mal genatzt. Und jetzt geht's zu Telem hin. Dem soll ich ja mal fragen wegen des, wegen der Klinge des gefallenen Paladins. Oder wie ich meine Degenklinge, das wurde ja, Moment mal, der Stammler hier. Genau. Ich habe einen Degen gewählt, um Abraxas zu besiegen. Da soll ich Telem fragen, wie man da eventuell diesen schwächlichsten Degen noch ein bisschen upgraden kann. Also, dann werden wir mal zur Burg. Wo habe ich es denn? Ja, hier habe ich es. Genug Mana habe ich. Rein in die Burg und zu Telem.
Ich weiß jetzt, warum der Stammler herumspukt. Tatsächlich? Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Erzähl. Der Stammler wurde von einem Magier namens Abraxas verflucht. Daher ist er gezwungen, für ewige Zeiten auf dem Friedhof herumzuspuken. Verstehe. Und es gibt kein Mittel, um diesen Fluch zu brechen? Doch. Abraxas wurde vom Stammler ebenfalls verflucht und irrt als Geist umher. Wenn ich Abraxas im Kampf besiege, kann ich den Stammler erlösen und der Spuk hört auf. Wie aber willst du das machen? Die Mittel, um den Geist zu bannen, sind mir bereits bekannt. Ich benötige allerdings eine gesegnete Paladin-Klinge, um den Geist zu bezwingen. Leider aber habe ich nur eine einfache. Du könntest diese an einem von Innos besonders gesegneten Schrein segnen lassen. Kennst du denn einen solchen Schrein auf Tamora? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn, dann gibt es nur einen Ort, wo so ein Schrein steht. Im alten Innos-Tempel, der sich in der Nähe des Sumpfes befindet. Was ist das für ein Ort? Der Tempel wurde in alten Zeiten Innos geweiht. Als die Paladine noch auf der Insel waren, fanden dort immer Schwertwein für die jungen Ritter statt. Allerdings war das noch vor dem Krieg, da die Paladine schon früh nach Mutana gingen. Seitdem wurde der Tempel nicht mehr genutzt. Und wie gelange ich zu diesem Tempel? Es muss einen Zugang durch das Sumpfgebiet geben. Aber genaueres weiß ich nicht. Na gut, ich werde schon irgendwie hinkommen. Pass aber auf, wenn du den Sumpf erreichst. Es gibt dort viele Monster und Untote. Nimm dich vor allem vor den Moorleichen in Acht. Moorleichen? Ja. In alter Zeit wurde in diesem Sumpf viele Menschen dem dunklen Gott geopfert. Die Leichen dieser Unglücklichen sind seitdem verdammt, jeden, der sich ihnen nähert, in ihr nasses Grab zu ziehen. Gut, dass du mir das sagst. Ich werde darauf achten. Viel Erfolg. Mögest du den Fluch des Stammlers brechen. Adanos möge dich schützen. Ja, danke für deine Weihe. Also, wir müssen zu so einem Sumpf. Das ist ja echt lustig. Zu einem Sumpf. Mit Moorleichen. Gab es denn in Gothic 1 oder 2 schon Moorleichen? Ich kann mich dann an eine andere Version von Gothic erinnern, wo es sowas gab. Ja, wo soll ich denn jetzt diesen Sumpf finden? Du bist ja gut Herr von und zu. Gucken wir doch mal auf der Karte. Vielleicht gibt es da irgendwie mit alten Minen. Na dann, aus Karte von Condera Tamora. Was könnte hier nach Sumpf aussehen? Alter Steinkreis. Ach, da hinten. Ist der das? Da muss ich die Herzen hinlegen. Ja, wo könnte der Sumpf sein? Ach, da unten steht's ja. Ganz unten links. Ah, unten, ganz unten. Da seht ihr das Sumpf, Sumpf. Ah, hoffentlich versumpfe ich da nicht. So, aber erst werden wir mal wieder ein bisschen Schrott abladen und mal ein paar Pfeile kaufen bei Finko. Bei hey, unserem lieben Finko. Zeig. Such dir was. Ja. Yep. So, erstmal meinen ganzen Krempel hier weg. Weil wir haben ja unseren Schmied, der hätte ja immer schöne Pakete hier. Dann Robert. Hey, jemand mit magischen Erzwaffen schmiedet. Siehst nur Zubehör beim Schmieden aus? Okay, genau, das brauche ich. Wie sieht's mit dem Zubehör? Was brauchst du? Ich brauche mal hier einen Beutel mit 60 Pfeilspitzen und einen Beutel mit 120 Pfeilspitzen. Weil mir fehlen wieder, wie immer, Federn. Ach, Pfeilspitzen. Okay, Bolzen. Ja, okay. Dann hier Pfeile. Die müssen wir dann alle noch schärfen. Das werde ich dann natürlich noch wieder schneiden, weil wir sind hier nicht bei zugeschaut und mitgebaut. Gucken, wie viel Jolt habe ich dann noch. So, und dann werden wir mal hier richtig schön in den Kampf gehen. Auch wenn mich das hier Geld kostet. So, dann gehen wir rüber. Und schärfen das Ganze hier in seinem Raum. Und das Prozedere kennt ihr ja.
Jawohl. Dann hätten wir alle Pfeile geschärft und gucken natürlich auch gleich, wie viel wir denn so haben. 100 Bolzen und 150 geschärfte Pfeile, wenn Mathe aufgepasst hat und auch auf dieses Spiel. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ich habe nicht aufgepasst. Ich musste natürlich jetzt gucken. Es geht zum Sumpf. Der hier ist ganz unten. Das heißt also, ich muss irgendwie mich erstmal in die Richtung bewegen, wo der Sumpf ist. Das ist also hier in die Richtung. Okay. Nee. Das ist nicht ganz so richtig. Also irgendwo da unten oder da hinten oder wie oder was. Oh, bis ich das gefunden habe, liebe Leute, werde ich doch mal wieder eine Übersprungshandlung machen. Ihr wisst Bescheid, was ich damit meine. Ja, ich bin hier ein bisschen den Weg runtergegangen und auf der Seite gibt es nichts mehr. Da gibt es nur noch irgendwie so ein zugefallenes Höhlchen, also mit irgendwelchen lustigen Steinen davor, wo ich dachte, das wäre eine Mine. Ist sie aber nicht, habe ich auf einer Karte nachgeguckt. Und hier gibt es noch jede Menge Gezücht. Ich gucke nochmal auf der Karte. Aha, also ist genau der Sumpf in die Richtung. Da habe ich nämlich schon was gesehen. Das ist grün dort. Richtig. Und da haben wir auch... Was ist denn das da? Es befällt sich wie eine giftige Fliege, aber... Es sieht anders aus. Oh, weia. Ja. Also werden wir hier wohl richtig sein. Was ist denn das da hinten? Als erstes werde ich mal meine Armbrust mal nehmen. Normalen Bolzen, okay. Ich will wissen, was da hinten rumkreist. Eine Sumpf... Was für ein Zeug? Eine Sumpfgasdrohne? Sumpfgasdrohne, was heißt das? Kann die besonders gut furzen oder wie? Oh, ja, dann haben wir Sumpfsnapper. Also sind wir hier richtig am Sumpf. Werde ich wahrscheinlich hier aus der Entfernung wohl nicht. Doch, treffe ich. Ah, auch sogar richtig gut gelegen hoch. Ja, oh, die sind aber ganz schön jetzt wütend und aufgedreht. Sumpfsnapper. Und mach ich mit meinen Bolzen keinen Schaden oder warum? Doch. Aber nicht den linken, sondern den rechten. So, einen habe ich erledigt. Jetzt machen wir den zweiten hier platt. Dann versuche ich mal was. Dann wage ich mal was. Dann wage ich mal was. Oh. Okay, er bleibt da stehen. Mal gucken, ob er dem im... Was ist jetzt los? Jetzt kommt das Vieh hier hoch und furzt mich an. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dachte, es hätte nicht so die Reichweite. Wie hieß das Vieh? Irgendwas mit Sumpfgasdrohne. Sumpfgas. So, vielleicht noch ein Schuss. Genau, richtig. Und dann haben wir eine. Endlich. Wunderbar. Ja, mit dem Bogen ging es natürlich schneller, weil der mehr Schaden anrichtet als die Armbrust. Also das Ding da hinten, das nervt mich doch gewaltigst. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, vielleicht lässt sich dieser Puffballon da hinten ja irgendwie gucken. Kommt der jetzt schon? Nee, kommt noch nicht. Sieht ja echt blöd aus, das Vieh. Nee, Puffballon kommt noch nicht. Er rutscht da runter. So, das waren nur zwei.
Jetzt guck mal, ob der Puffballon hier... Ja, da hat er mich entdeckt. Ja, okay, der verhält sich wie eine Fliege, Blutfliege oder Gift. Hä? Eine Giftfliege, wie eine giftige... Und da hinten ist noch so ein Sumpfgrasteil. Puffballon. Na? Oh. Ging. Da ist nicht zu holen. Sumpfgasdrohne. Wem ist denn das eingefallen? Eine Sumpfgrasdrohne. Weil da hinten so ein Snapper ist? Nicht zu plündern. Müsste ich irgendwie hier versuchen, den anzulocken und eventuell wieder hier hochzuklettern? Geht das überhaupt? Jawohl. Gut. Okay. Dann auf in den Kampf. Der Sumpfsnapper kommt. Hohoho. War ich doch ein bisschen zu nah rangegangen. Spring doch hoch. Mann, oh Mann, immer diese körperlichen Verluste hier. Und schon ist wieder mein... Ach, ich mach doch mal den normalen Bolzen. Hau doch nicht gleich wieder ab. Ach, da sind sie wieder in der gleichen Ecke. Na gut, okay. Das bringt ja... Das ist schon wieder das Gleiche. Der linke wird angezeigt, der rechte wird verletzt. Ja, genau, richtig. Herrgott, hat das wieder hier Pfeile gekostet. Naja, ich habe noch ein paar. Ach ja, erstmal speichern. Ja, das ist immer müßig. Ne? Oh, irgendwo muss noch so ein... Ne, da ist er nicht mal da gewesen. So, gucken... Nicht zu plündern. Welchen... Ja, richtig. Nicht zu holen. Auch nichts zu holen. Okay, das waren ja auch wieder nur zwei. Ach, ich blut mir wieder ein Wolf. Und was nehmen wir denn mal? Ein lustig rotes Getränk. Ja, was erwartet uns hier im Sumpf? Oh. Okay, das Vieh, das konnten wir ja mit dem... Genau, mit dem Säbel säbeln, wegsäbeln. Wenn nicht noch hier irgendwie wieder so ein Sumpfgras-Heinz da rumläuft... Glaube schon, weil der Sumpf ist bestimmt nicht so klein. Da hinten bewegt sich wieder was, oder? Ach, hier ist übrigens eine Anhöhe, auf die man klettern könnte. Na. So, er hat mich gewittert. Dieser Sumpfgasballon. Klasse. Oh, okay. Da ist aber nicht zu holen. Ach, okay, da kann man nichts rausholen aus der Sumpfgasdrohne. Aber dafür mal wieder ordentlich Schäden eingesackt. Ah, lassen wir erstmal so. Gucken wir mal, was wir hier finden könnten, eventuell. Nix. So, hier sieht es ziemlich niedrig aus. Hier kommen wir hoch. Hier komme ich hoch. Das ist ja ein lustiger Sumpf. Bäume gibt es doch auch wie in Gothic 1. Oder habe ich mich da jetzt vertan? Da sind wieder so Heinis. Oh, klasse, bis ich die alle weg habe. Das dauert, liebe Leute. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.